was geht ab und herzlich willkommen zum ersten Video der Modern Warfare Beta, Leute. Wir durften gestern den ersten Abend die Beta hier anzocken, die Close Beta. Die Open Beta fängt ja erst am Samstag für die PlayStation-Spieler an und erst eine Woche später für PC und auch Xbox-Spieler, Leute. Aber ich habe es heute geschafft, schon mal 9 Stunden zu streamen. Und bevor wir zu diesem ganzen krassen Themen kommen, gebt euch erstmal diesen Clip. Was ist da passiert? Holy shit, geiler Bug. Holy shit, Leute, was ist mit meiner Semtex los? Das Team bei Bravo unterstützen. Ja, tatsächlich hing meine Semtex da irgendwie 30 oder 40 Sekunden und ist genau dann explodiert, als ich da zurückgegangen bin. Ich dachte auch irgendwie, ich bin aus dem Server geleckt oder was auch immer, aber es war auf jeden Fall ein funny Lag, den hatte ich öfter mal, irgend so ein kleiner Bug, aber Leute, dafür sind Betas da, deswegen, das kann man auf jeden Fall verzeihen, Leute. Zum ersten, bevor wir jetzt wirklich, wirklich starten, checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab, das ist mein Twitch-Kanal, Leute. Ich bin jetzt, wenn ihr dieses Video seht, wieder live auf Twitch und für viele, 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 viele Stunden live zocke die Call of Duty Modern Warfare Beta. Kommt gerne vorbei, ich habe euch gerne alle da, ihr könnt mir Fragen stellen, ihr könnt mit mir spielen, ihr könnt mit mir schreiben, was auch immer, Leute. Checkt das auf jeden Fall ab. Erster Link in der Videobeschreibung, ganz, ganz wichtig, twitch.tv/raptor, schau vorbei. Noch kurz im Hintergrund, ihr seht einen MW Modern Warfare Beta Gameplay logischerweise mit der MP5 von mir. Ich glaube, das ist auf dieser Docks Map da irgendwie erspielt, also das ist meiner Meinung nach auch die Map, die am besten ist in dieser ganzen Beta, da komme ich aber gleich noch zu. Ich spiele mit dem Impact-Account, einige von euch haben auch das Problem, dass sie den Account von, oder den Namen von der Call of Duty-Seite bekommen haben, den sie früher quasi hatten. Ich habe das jetzt noch nicht geändert, ich werde das für die nächsten Streams oder für die nächsten Videos auf jeden Fall ändern, aber da heiße ich jetzt erstmal im Raptor, deswegen denkt euch dabei nichts. Auf jeden Fall gönnt euch das Video, beziehungsweise den Stream im Hintergrund, das Gameplay ist auf jeden Fall was echt Leckeres geworden. Ja, wie ihr es im Titel schon erkannt habt, geht es heute darum, ob Modern Warfare jetzt schlecht wird. Wird Modern Warfare gut? Warum finden es viele YouTuber schon wieder nicht gut, die auf Twitter irgendwie was geschrieben haben? Beispiel, Marcel hat geschrieben, dass er schon keinen Spaß an der Beta hat. Ich weiß nicht, wie es bei Carsten und so aussah. Ich glaube, Carsten, Monte und so, die hatten Bock. Monte hatte nur geäußert, dass er auf jeden Fall einen Streamer-Modus in dem Game haben will, weil es sonst echt belastend ist. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber sonst fanden die das, glaube ich, ganz gut. Aber es gab trotzdem sehr gespaltene Meinungen. Die einen fanden es gut, die anderen fanden es nicht so gut. Genauso war es in meinem Stream-Chat. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht vom Game, wie es sich spielen lässt, wie der Gunsmith-Modus von den Waffen ist, von den Attachments und so weiter und so fort. Ganz, ganz krasse Sache. Finde ich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Die gespaltene Meinung, beziehungsweise die eindeutige Meinung, geht an die Minimap raus. Jetzt, wo es jeder spielen konnte, wo es jeder gesehen hat im 6 gegen 6 oder auch im 10 gegen 10 Modus, die Leute sagen, sie wollen die Minimap wieder. Es ist chaotisch, es ist ein anderes Game, sobald eine Drohne online ist oder das persönliche Radar, es ist ein anderes Spiel. Man muss sich teilweise oft umdrehen, weil man nicht weiß, ob hinter einem die Mates sind, die man ja jetzt durch die Wand sieht, was sozusagen die Drohne so ersetzen soll, was aber nichts bringt, denn du musst dich dafür umdrehen, du musst dich vielleicht den Gegnern zuwenden, um zu sehen, wo deine Teammates stehen, um zu wissen, wo die Gegner spawnen. Es ist sehr, sehr chaotisch, man weiß oft nicht, wo die Gegner herkommen, da die Spawns in dem Game bis jetzt auch sehr belastend sind. Manchmal spawnen Gegner vor dir und so weiter und so fort. Das hatten wir damals in Black Ops 4 aber auch, deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Wenn selbst Black Ops 4 das geschafft hat, die Spawns so weit zu fixen, dann wird das hier auch der Fall sein. Auf jeden Fall. Das heißt, die Minimap muss wiederkommen. Das heißt, Leute, macht euch einen Twitter-Account, verbreitet den Hashtag, ich glaube, was war das? Irgendwas mit Drohne auf jeden Fall. Checkt das auf jeden Fall ab. Da sind viele Abstimmungen auf Twitter. Äußert eure Meinung, das ist wichtig, damit das wirklich geändert wird. Was war noch negativ? Die Leute haben gesagt, dass das Movement für manche sehr langsam sind, was ich aber, ich glaube, auch in diesem Gameplay gut widerlegen kann. Man kann sehr, sehr schnell spielen. Man muss das Movement lernen, man muss darauf klarkommen, man muss es sich einfach aneignen. Jetzt komme ich zum zweiten riesen Kritikpunkt, den ich überall auf Twitter, in den Streams, auf YouTube bis jetzt gehört habe, und das sind die Camper. Da frage ich mich wirklich, ob die Leute, die so etwas sagen, noch nie eine Beta von COD gespielt haben. Leute, die Beta ist immer vercampt. Es ist eine Closed Beta. Es ist der erste Abend, die erste Nacht gewesen. Da sind die größten Sweater, der größten Sweater online. Alle versuchen schon, ihre New Gameplays zu erspielen, dies zu machen, das zu machen. Versuchen, ihr Bestes im Game zu geben und chimmeln deswegen. Die nehmen sich eine AR, packen ein Visier drauf, Headglitchen,
packen ihre Waffe auf den Gerüst, damit es präziser ist. Alles Mögliche. Das ist in Betas völlig normal. Ich mach's nicht, ich rushe. Ja, okay. Dafür kriege ich aber auch oft aufs Maul. Das ist einfach so. Das muss man eingehen, wenn man eine Beta und gerade eine Closed Beta spielt. Das ist einfach Fakt. Die Leute geben alles, die Leute campen. Es war schon immer so. Jede einzelne Beta war so. Das heißt, wer sich darüber beschwert, dem kann ich schon sagen, das ist in der Vollversion nicht so. Das wird ganz anders sein. Das wird komplett anders sein. Genauso wie die Leute, die sich jetzt über die Maps beschweren. Ich sag auch, das hier ist die einzig gute Map, die man gerade in der Beta spielen kann. Diese große Raid-Map, die ist viel zu groß und die Spawns sind weird. Es gibt viel zu viele Häuser, es gibt zu viele Etagen. Da wird wirklich maximal gecampt. Es macht einfach keinen Spaß, auf der Map zu spielen. Die Cave-Map ist so... Ich glaube, man kann sich damit anfreunden, muss man aber nicht. Ich bin noch nicht so der Freund von der Map, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag diese Docks-Map hier. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber das ist momentan so meine Lieblings-Map. Die kann man am besten spielen. Und ich kann euch sagen, ich habe andere Maps in LA gespielt. Und die waren besser als diese Maps, die ihr jetzt seht. Das heißt, auch die Maps werden in der Vollversion auch anders sein. Da wird es mehr Maps geben, die euch gefallen. Es gibt immer 2, 3, 4 Maps in einem Call of Duty, die euch nicht gefallen. Das ist jedes Mal so. Jedes Call of Duty ist so. Das heißt, das sind Sachen, die in der Vollversion ganz anders erscheinen werden, weil ihr diese Maps einfach nicht mehr spielen werdet. Und gerade die 10 gegen 10 Map müsst ihr nicht spielen. Hier spielt man manchmal 6 gegen 6 auf der 10 gegen 10 Map, was überhaupt in keiner Relation steht, weil man 80 Jahre braucht, um irgendwelche Gegner zu finden. Ihr merkt schon, in welche Richtung dieses Video geht. Ich habe viele negative Sachen aufgeschnappt und versuche sie euch ein bisschen irgendwie zu entkräften und euch zu sagen, wie es doch positiv sein könnte. Denn viele Leute fällen jetzt schon ihre Meinungen und das finde ich einfach schwer. Ja, ich sag auch, dass mir das Game gefällt. Das ist auch meine Meinung, ja. Genauso könnt ihr sagen, dass euch das Spiel nicht gefällt. Aber gebt dem Ganzen mehr Zeit. Holy shit. Auch meine Meinung kann sich ändern, dass ich es irgendwann schlecht finde oder keine Ahnung was. Aber man kann das Game nicht bewerten. Ihr könnt bis Level 10 gerade leveln. Es gibt wenig Waffen bis jetzt. Es gibt 3 Maps, von der eine 10 gegen 10 Map ist, die man hinterher wahrscheinlich gar nicht spielen wird im 6 gegen 6. Logischerweise. Das heißt, man ist so eingeschränkt und man spielt auch noch gegen so gute Spieler, dass man das manchmal vergisst, wie man eigentlich urteilen muss. Man muss sich echt Zeit lassen. Man muss sich Zeit lassen, man muss das Spiel spielen. Auch 5 Tage Beta sagen nicht alles aus. Ich meine, ich habe jetzt 9 Stunden durchgesuchtet. Ich kann euch ein bisschen was erzählen. Ich kann euch sagen, so und so ist es und so denke ich wird es. Was dann am Ende bei rumkommt, ne, wissen wir alle nicht. Aber ich bin da wirklich ein bisschen teilweise enttäuscht gewesen von gewissen Personen, dass es direkt schlecht geredet wird oder einfach nicht versucht wird. Und auch von manchen Leuten in der Community, dass sie das dann einfach so abhaken. Ich hatte Leute im Chat, die kamen nach 30 Minuten in meinen Stream rein, haben geschrieben, yo, ich habe jetzt die Beta gelöscht, ich habe keinen Bock mehr, reicht mir, macht keine Laune, weil gecampt wird und sowas. Das ist, sorry to say, dann spielt keine Beta. Spielt keine Beta, dann macht es einfach keinen Sinn. Und jetzt sage ich euch, was ich an diesem Game verdammt nochmal liebe, Leute. Denn das Game ist für mich movement-technisch und SMG-technisch. Ja, ich spiele in dem Game bis jetzt gefühlt nur SMGs, weil es mir einfach Todeslaune macht, damit zu rushen. Geil. Extrem, extrem geil. Double Sprint mit Jump, habe ich euch schon mal in der Alpha gezeigt, ist ein krankes Movement. Ihr seid schnell. Ihr seid extrem, extrem wendig. Dropshots sind heftig. Man kann verschiedene Klassen sich so bauen, dass ihr extrem schnell seid. Also wirklich schneller als alle anderen noch. Movement-technisch gefällt mir das Game absolut. Wo viele gesagt haben, ey, okay, irgendwie mag ich das noch nicht so. Ich finde es movement-technisch absolut geil. Was finde ich noch geil? Wie gesagt, den Gunsmith. Ultimativ, der wird richtig geil. In der Vollversion mit noch mehr Aufsätzen, mit noch mehr Waffen. Man muss alles genau testen. Man muss gucken, wie passt mir die Waffe am besten. Nehme ich lieber den Aufsatz? Kann ich auf das verzichten? Brauche ich das? Brauche ich dies? Brauche ich jenes? Das ist wirklich komplex, aber geil, weil man kann viele, viele Sachen machen. Wollt ihr viel Munition haben, müsst ihr einfach darauf verzichten, dass ihr wendiger seid. Wollt ihr irgendwie einen fetten Griff dran haben, einen fetten Schaft, auch dann müsst ihr ein bisschen auf Mobilität verzichten. Könnt aber präziser aimen. Wollt ihr einfach voll in die Gegner rein, nehmt ihr ein paar Aufsätze runter, macht euch nur irgendwie eine Magazinerweiterung dran auf eine SMG oder eine AR und ihr bewegt euch 1000-mal schneller. Es ist wirklich, wirklich krass, was man damit machen kann. Wenn ihr dazu Infos braucht, wenn ihr Tipps und Tricks braucht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich helfe euch sehr, sehr gerne und schreibt mir bitte allgemein mal eure Meinung zu der Beta in die Kommentare und zu dem, was ich jetzt gesagt habe, weil ich nehme an, vielen von euch wird es so gehen, wie ich die negativen Leute aus meinem Stream beschrieben habe. Viele werden sagen, oh mein Gott, das rumgecampe. Vielleicht ist es auch für viele Leute die erste Beta.
Und dann kann ich das verstehen, dass man ein bisschen Angst hat und ein bisschen, ja, nicht weiß, wohin mit sich und ob es jetzt gut wird oder nicht oder keine Ahnung was. Aber Leute, ich kann euch sagen, es ist in jeder Beta so. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Deswegen schreibt mir eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr freuen, da ein bisschen Diskussion in den Kommentaren zu sehen. Schreibt euch auch untereinander, wie auch immer. Zum Ende bleibt nur gesagt, nehmt euch mehr Zeit. In den nächsten Tagen wird viel live aus meinem Stream hier auf YouTube online kommen. Ich habe schon haufenweise Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte, wo coole Sachen entstanden sind. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Grinden. Checkt meinen Stream ab, twitch.tv/raptor, erster Link in der Videobeschreibung. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Stream und bis gleich. Oh, Stun. Incredible Kuss, danke für den Host. Charlie. Wo denn jetzt? Wo liegt er? Schade. Ist halt immer die Shotgun, ne? Die immer die Shotgun, die mich auf Short Range so absolut one-killed. One-hitted. Ja, das ist eine schöne Runde, komm. Ich hätte jetzt gerne noch die 40 Kills voll. Das wäre sehr, sehr lecker. Das wäre wirklich sehr, sehr lecker. Oh, da kommt jemand. Können wir uns prinzipiell holen. Okay, wird schon killed. Komm, Digga, das wäre jetzt noch einer. Oh, ja, auf chillig, okay. Da ich ja 80 Jahre brauche, um wieder rein zu spawnen. Okay, das sind 40, 41. Okay, 41 ist doch eigentlich ganz in Ordnung.